Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Samsung spendiert dem Galaxy S5 einen sogenannten Ultra Power Saving Mode, der es dem Galaxy S5 ermöglichen soll, bei 10% Restladung noch 24 Stunden im Standby durchzuhalten. Wie genau geht das? Hier könnt ihr das gerade lesen. Der wichtigste Bestandteil: Ihr habt nur noch eine gewisse Anzahl an Grund-Apps zur Verfügung und das Ganze wird in Graustufen dargestellt. Genauer gesagt, so schwarz-weiß wurde es angekündigt. So schaut es aus, wenn es eingerichtet ist. Das Ganze dauert schon ein paar Sekunden. Ich habe das jetzt mal vorgespult. Und wie ihr seht, alles ist wirklich nur noch in Graustufen und Schwarz-Weiß gehalten. Also alle Apps. Es gibt keinerlei Farben mehr. Wir gehen die Apps hier mal kurz durch. Auch im Internet. Ich gehe einfach mal auf die coolste YouTube-Seite im Netz. Fuchsphone heißt sie. Die habe ich zufällig spontan entdeckt. Ich wollte mal schauen, ob YouTube-Videos tatsächlich wirklich grau sind. Und ja, was soll ich sagen? Der Kanal ist geöffnet. 3217953, da ist er. Jetzt suchen wir uns einfach mal irgendein Video, starten es und ja, auch das ist tatsächlich in Grau gehalten. Das bedeutet, ihr könnt keine Farben mehr sehen. Es gibt nur noch einen gewissen Bestandteil an Apps und diese seht ihr hier. Davon könnt ihr sie dann euch auswählen. Ihr seht 6 Stück. Es gibt keine weiteren Homescreens, soweit ich das entdecken könnte. Und auch da oben steht ja, es gibt einen simplen Homescreen. Und nur eine gewisse Zahl an Apps. Ja, was soll ich sagen? Das ist der Ultra Power Saving Mode. Den könnt ihr wieder ausschalten. Einfach oben in die Einstellung auf die drei Punkte gehen. Disablen. In Deutsch heißt das dann wahrscheinlich sowas wie ausschalten, wenn es in der Übersetzung mal angekommen ist. Und ja, das dauert dann wieder ein paar Sekunden. Wir haben wieder viele bunte Farben zurück und damit auch wieder mehr Akkuverbrauch. Das war's zu diesem Video. Ist, glaube ich, ganz nett. Sieht irgendwie auf jeden Fall gut aus. Dankeschön für eure Zeit. Ciao.